Nun ist Kritik geäußert worden, beispielsweise von Herrn Kretschmann, der die Bildungshoheit berührt sieht und in der Bildungshoheit das verfassungspolitische Hausgut der Länder sieht, das nicht tangiert werden dürfe. Sein Plädoyer für den Bildungsföderalismus wäre noch überzeugender, wenn unter seiner Verantwortung in Baden-Württemberg die Qualität des dortigen Bildungssystems besser geworden wäre. Leider, seit er regiert, ist es schlechter geworden. Insofern ist er jetzt nicht der beste Anwalt des Bildungsföderalismus.